Im Wassersportzentrum der Turngemeinde in Berlin fand am vergangenen Wochenende der Tag der offenen Tür statt. Auf dem Gelände in Niederschöneweide fanden sich trotz Bahnstreiks viele Mitglieder und andere Interessierte ein. Die Besucher hatten die Chance, einen optimalen Einblick in die Wassersportabteilung der TIP zu bekommen. Das reichhaltige Angebot umfasste unter anderem eine Fahrt auf der Oder-Spree und ein kleines Turnier auf dem neuen Volleyballfeld. Wir können hier Rennrudern machen, wir können hier Wanderrudern machen, Freizeitrudern, was man möchte. Die Kanuten haben genauso die gleichen Abteilungen, Freizeitrudern, Rennrudern. Die beiden Wassersportarten Rudern und Kanu, denen ja oft nachgesagt wird, dass sie sich wie Spinne und Feind zueinander verhalten, finden hier einen Ort, wo sie gemeinsam Spaß am Sport haben können. Diese besondere Atmosphäre wissen alle Mitglieder sehr zu schätzen und bleiben dadurch oft viele Jahre aktiv dabei. Ich bin jetzt schon sehr, sehr lange hier im Verein. Ich habe als kleines Kind hier bereits begonnen, Sport zu treiben. Das ist mittlerweile 35 Jahre her, also wirklich schon eine beachtliche Zeit. Das Vereinsgebäude bietet auch Nicht-Wassersportlern die Möglichkeit, sich fit zu halten oder sich zu entspannen in der hauseigenen Sauna oder auch im umfangreichen Fitnessraum. Für mich ist das Besondere hier im Verein, dass ich mich hier nach meinem täglichen Arbeitsleben erholen kann, auf dem Wasser und vor allen Dingen die Bedingungen hier vorfinde, die ich mir wünsche. Wir haben auch reichlich Laufkundschaft, die sich also hier erkundigen nach den Möglichkeiten, die wir hier bieten. Und da bietet ja das neue Wassersportzentrum der TIP hier in Oberspree ja doch ein vielfältiges Angebot. Und ich glaube, dass der eine oder andere doch überrascht war, nachdem er das hier besichtigen konnte. Und hoffentlich ist er auch so weit davon überzeugt, dass wir da das ein oder andere neue Mitglied gewinnen können. Es ist also für jedermann etwas geboten hier im Wassersportzentrum der Turngemeinde in Berlin. Für Sportbegeisterte, ob jung oder alt, ist der Besuch hier an der Oberspree auf jeden Fall einen Ausflug wert.